Viskose, Leinen und Seide. Diese Stoffe kühlen bekanntlich besser als eine Kugel Eis. Umso aufwendiger dagegen ist die Pflege der empfindlichen Sommermode. Wäscht man zu heiß, können die Lieblingsteile einlaufen. Am besten also ab damit in die Handwäsche. Doch auch hier gibt es einiges zu beachten. Einweichen sollte man sensible Stoffe aus Seide oder Viskose in lauwarmem Wasser. Und das nur kurz. Auf keinen Fall zu stark reiben oder auswringen. Stellt sich nur die Frage, wie bekommt man das Ganze dann bitte trocken? Ein Tipp aus dem Netz, den Lisa und Marc ausprobieren wollen, mit einer Salatschleuder nachhelfen. Wie eine Waschmaschine in der Hand. Funktioniert tatsächlich. Die Salatschleuder holt noch einiges an Wasser aus dem Viskosekleid. So ganz überzeugt vom Ergebnis sind Lisa und Marc allerdings nicht. Es wirkt unten noch ein also bisschen es ist schon ein bisschen besser geworden, aber es ist schon auch noch nass. Also ich denke, wenn es eine Zeit lang hängt, wird es vielleicht noch ein bisschen tropfen. Besser ist da dieser Trockentrick. Das nasse Kleid in ein Handtuch wickeln. Leicht drücken, um die Nässe herauszuziehen. Und anschließend liegend trocknen lassen. Um das Ganze zu beschleunigen, ein trockenes Handtuch unterlegen. Auch bereits eingelaufene Viskose muss nicht in den Altkleidercontainer. Fashion-Specialist Jana Koch hat einen Tipp, wie man sie retten kann. Es gibt zwei Tricks, die man probieren kann. Einfach nochmal in der Waschmaschine waschen und im nassen Zustand ein bisschen in Form ziehen. Und die zweite Option ist, in den Eimer mit warmem Wasser auch wieder ein bisschen Babyshampoo rein. Kurz einweichen lassen, ein paar Minuten. Ein absolutes It-Piece in diesem Sommer, Leinenhosen. Modebloggerinnen weltweit tragen die luftige Sommermode gerade am liebsten spazieren. Das Naturmaterial hält Hitze ab und nimmt Feuchtigkeit auf. Perfekt also für heiße Temperaturen. Einen weiten Bogen sollte man allerdings um den Trockner machen. Also Leinen darf auf gar keinen Fall in Trockner, einfach weil die Faser unglaublich empfindlich ist und es danach extrem knittern würde. Das heißt, auch Leinen nach dem Waschen am besten einfach feucht bügeln. Damit kriegt man die Falten am besten raus. Wer unterm Sommerkleid gerne eine Strumpfhose trägt, auch hier gibt's im Netz einen Trick gegen Laufmaschen. Um Strumpfhosen widerstandsfähiger zu machen, hilft angeblich Kälte. Der Tipp, das Teil befeuchten, vorsichtig auswringen und dann in einer Plastiktüte über Nacht in den Tiefkühler stecken. Lisa hat ihre Lieblingsstrumpfhosen gestern Abend schon eingefroren. Ziemlich hart. Ich glaube, die kann ich noch nicht anziehen. Das ist jetzt ein einziger Frostball. Ja, muss ja vorher auch noch auftauen. Die Kälte soll die Fasern der Strumpfhose stärken und verlängern. Wie widerstandsfähig der Gefriertrick sie wirklich macht, probiert Lisa im Härtetest. 3 Minuten hüpfen. Puh. Und eigentlich das Strumpfhosen-No-Go mit den Fingernägeln hochziehen. Bei anderen hätte man wahrscheinlich schon längst ein paar Löcher drinnen. Und bei der, super. Man zieht, man kann auch sehr stark ziehen und es passiert nichts. Also, das ist ein toller Trick. Ein Problem, das Frauen wie auch Männer kennen. Gelbe Deo-Flecken, die sich vor allem auf weißen T-Shirts nach und nach bilden und denen selbst eine 60-Grad-Wäsche nichts anhaben kann. Die angebliche Wunderwaffe ist hier Zitronensäure. Das Hausmittel hat eine antibakterielle Wirkung und soll nicht nur Deo-Flecken, sondern auch Schweißgeruch aus Kleidung entfernen. Lisa und Marc lösen 3 Esslöffel in 1 Liter warmen Wasser auf. Das vergilbte Shirt über Nacht einweichen lassen, dann ganz normal waschen. Aus Lisas Shirt sind die Deo-Flecken nahezu vollständig rausgegangen. Das Ergebnis beim Marks T-Shirt ist eher mittelprächtig. Einen Versuch ist es trotzdem wert. Einen genialen Geruchskiller gibt es übrigens auch für Sommerlatschen. Stinkeschuhe desinfizieren, um Bakterien zu töten. Und für den optimalen Frische-Kick trockener Tücher über Nacht in die Treter legen. Am nächsten Morgen ist der Mief verschwunden. Den klebrigen Film aus Sonnencreme und Schweiß, der sich nach langem Tragen gerne auf Sandalen bildet, entfernt man am besten mit einem antibakteriellen Reinigungstuch. Ein Trick, der nichts mit Reinigung zu tun hat, dafür aber weniger Schmerzen in High Heels verursachen soll, lautet fixieren. Laut diversen Modeblättern soll man den 3. und 4. Zeh zusammentapen und läuft dann angeblich wie auf Wolken. Lisa klebt ihre Zehen am rechten Fuß zusammen, am linken nicht. Also ich würde sagen, man spürt was, das was dran ist, aber verbessern
Weiß ich nicht. Ich glaube, dass ich die Schuhe eine längere Zeit tragen müsste, um jetzt wirklich sagen zu können, dass es hilft. Der Grund für die Entlastung, so wird behauptet, durch den dritten und vierten Zeh verläuft ein Nerv, der bei Belastungen Schmerzen verursacht. Durch das Tape wird der Nerv zusammengehalten und weniger strapaziert.